Ein Paul. Hallo, herzlich willkommen. So, ich habe verstanden, ich mache jetzt den Paul. Ich mache jetzt den Food Hall. Wir waren einkaufen auf dem Wochenmarkt in Nagy Kalica oder wie auch immer man das ausspricht in Ungarn. Das war so mittelmäßig erfolgreich. Wir waren dann noch im Spar und im Lidl und ich habe es jetzt hier alles mal drapiert und wollte euch mal zeigen, was wir gekauft haben. Wir wissen nicht genau, was wir bezahlt haben, aber ist ja auch egal, weil über Geld, unter 100 Euro. Über Geld spricht man ja nicht. Papa, und ich muss mich noch rechtfertigen. In meinem letzten Food Hall, pass auf, da ist was passiert. Und zwar waren wir ja einkaufen. Ich vlogge ja auch immer Daily Vlogs und so und habe halt gevloggt im Lidl oder so. Und da war eine Packung Pringles im Einkaufswagen. Und ein ganz aufmerksamer Zuschauer hat dann bemerkt, dass beim Food Hall, wo ist denn die Packung Pringles, ne? Die wollte ich euch nicht unterschlagen. Das war nämlich so, die hat Livia sich ausgesucht. Unsere Kinder dürfen sich immer was aussuchen, wenn wir einkaufen gehen. Und diesmal hatte sie sich Pringles ausgesucht. Die hat sie im Auto aufgemacht und die Packung ist im Auto geblieben. So, dass wenn wir Auto fahren, isst sie halt die Pringles. Die wollte ich euch nicht vorenthalten, verheimlichen, wie auch immer. Ich habe es einfach vergessen, weil die nicht dabei war. So was passiert ab und zu mal. Was weiß ich, wenn Calvino sich ein Brötchen holt oder ich oder wer auch immer. Das zeige ich euch dann nicht. Das haben wir unterwegs schon gegessen oder so. Das ist nicht böse Absicht. Das war jetzt halt doof, dass es eine Packung Pringles war. Ja, aber keiner würde sagen, du hast 10 Äpfel gekauft, da waren nur 8. Ja, nein, das ist halt einfach, ich wollte es euch sagen, es war nicht mit böser Absicht. Und jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe, oder wir, das ist jetzt nicht mehr so viel, weil wir ja unseren Vorrat mordsmäßig aufgefüllt haben, so trockene Sachen, Nudeln und sowas, alles haben wir erstmal hier. Aber ein paar frische Sachen brauchen wir noch, aber nächste Woche reisen wir wieder ab aus Ungarn, deswegen ist es jetzt nicht so viel. Wir müssen aber nochmal wahrscheinlich einkaufen nächste Woche, also es ist noch nicht der letzte Food Hall jetzt aus Ungarn für unseren jetzigen Aufenthalt. Ich fange einfach mal an. Wir haben einen Sellerie mitgenommen zum Entsaften. Im Lidl hatten sie im Angebot diese Frühlingszwiebeln. Habe ich 2 Bund mitgenommen. Hat 50 Cent ungefähr eins gekostet. Ich wollte nämlich diese Woche gerne einmal so China-Nudeln machen. Dafür auch die Möhren, auch zum Entsaften. Ich wollte heute mal das Grünzeug mit entsaften. Der Papa freut sich schon, hat er nämlich jetzt erfahren soeben. Schlimmer kann es nicht werden. Wir haben uns 5 Avocados mitgenommen. Im Moment stehen wir da total drauf, vor allem Calvino und ich. Diese gesunden, vollwertigen Fette, das sättigt, das ist lecker, gesund, die ist schön cremig. Ich nehme die fürs Dressing oder bei Reis. Ich mache mir daraus Schokopudding, also Avocado ist im Moment hoch im Kurs bei uns. Eine neue Ingwerknolle haben wir mitgenommen, weil wir jeden Tag ungefähr so ein Stück mit entsaften in unserem Slow Juicer, sowie auch den Sellerie und alles andere Mögliche. Ich habe auch heute wieder versucht, Kurkuma zu bekommen, aber ich habe es nicht gefunden. Vielleicht, wenn wir mal ein anderes Land wieder bereisen, demnächst, dann finde ich vielleicht auch mal Kurkuma. Genau, habe ich die schon erzählt, die Möhren. Ich habe extra die mit Grün genommen, weil die schmecken wesentlich besser. Deswegen einmal Möhren mit Grün. 4 Zitronen, die nehmen wir hauptsächlich fürs Dressing und in Wasser machen wir uns hier rein. Wir trinken sehr viel Wasser. Hier filter ich auch gerade wieder mit dem Soya Mini. Das ist unsere Filterkonstruktion. Da können wir hier oben immer reinschütten, einfach Kraneberger. Und dann geht das hier so runter. Wir haben 2 von den Gallonen und dann wechseln wir die immer. Wir nehmen das manchmal auch zum Kochen, aber eigentlich nehmen wir auch das Kranwasser hier zum Kochen. Aber zum Trinken nehmen wir gerne das oder hier für unsere Kaffeemaschine. Wir haben uns diese Knoblauchknollen mitgenommen. Die haben, was haben die gekostet? Weißt du das noch? 1,50. 500 Forint der Beute. 1500 Forint. 4, 8, 12, 16, knapp 4 Euro für diesen Knoblauch. Wir haben total den hohen Verbrauch an Knoblauch. Den essen wir sehr, sehr gerne. Solltet ihr uns je begegnen, haltet die Luft an. Wir essen den so, wir schneiden den unten auf und der kommt im Backofen oder in die Heißluftfritteuse und, oder im Backofen, wie auch immer. Das schmeckt richtig, richtig lecker. Dann haben wir 2-mal rote Beete mitgenommen zum Entsaft. Da habe ich mich ganz langsam rangetraut. Also ich würde sagen, 1/4 hiervon nehmen wir täglich in unseren Juice mit rein, weil die schmeckt schon sehr eigen
und erdig. Allerdings macht die eine super schöne lilane Farbe. Dann haben wir Passionsfrüchte mitgenommen, 6 Stück. Die essen wir, also ich esse die im Müsli. Und Livia isst davon 3 Stück einfach so. Die sind so lecker, probiert das mal. Also entweder Passion Fruit, Maracuja oder Passionsfrucht, wie auch immer man dazu sagen mag. Mandarinen haben wir neue mitgenommen, aber nur 6 Stück. Datteln gab es auf dem Wochenmarkt. Ich war mutig, ich habe die da mitgenommen, weil ich hatte schon öfter Datteln gekauft und da waren dann Maden mit drin. Und das ist so ekelhaft, aber wir haben keine Datteln mehr hier und ich möchte mir meine Dattelpaste wieder kochen. Habe ich euch schon mal im Food Diary mitgenommen und das Rezept gezeigt und das gefällt mir so gut, weil ich damit ohne schlechtes Gewissen schön süßen kann. Ja, und deswegen haben wir die mitgenommen. Weißt du noch, was die gekostet haben, die Datteln? Wir haben 2.500 Forint für ein halbes Kilo. 2,50 Euro für ein halbes Kilo. Ja, die sind aber nicht entsteint. Also da müssen wir noch rausholen, die Steine. Genau, dann habe ich Paprika mitgenommen, die grünen. Ich möchte nämlich nächste Woche gefüllte Paprika machen, aber so, wie wir die in der Türkei gegessen haben, so gefüllt mit Reis und dann so Tomatensoße. Dann nehme ich euch im Food Diary mit beim Rezept. Da bin ich sehr, also ich habe ein paar Rezepte diese Woche, die ich ausprobieren möchte. Ich habe mir Medjool-Datteln mitgenommen. Das ist wirklich eine der geilsten Datteln, die es gibt. Wenn ihr die nicht kennt, also ich esse die so. Natürlich könnt ihr euch daraus auch Dattelmus machen. Aber, oder Paste, das ganze Paket, wie viel ist da drin? 190 Gramm hat 3 Euro gekostet. Also es sind halt so Luxusdatteln. Ich habe diese Datteln im Geschäft ausgepackt, ganz zu Ärger von Bernd, und habe eine aufgemacht. Ich hatte die nämlich schon mal in einem Bioladen in Kroatien gekauft mit Medjool-Datteln. Und da war eine Made drin. Und da habe ich ja fast gekotzt, weil ich da so gerade reinbeißen wollte. Deswegen, ich musste einfach eine aufmachen. Die schmecken richtig karamellartig. Wenn ich davon, also die esse ich dann eine oder zwei, das ist eine richtige Süßigkeit, so lecker sind die. Und dazu knabber ich Walnüsse. Das schmeckt so gut, wenn ihr euch richtig was Geiles gönnen wollt. Medjool-Datteln gibt es auch in 5-Kilo-Packungen. Ich hole mir immer ab und zu mal so eine Packung. Weil die 5-Kilo-Packung, ja, würde ich schon gerne, aber da sagt mein Mann immer, ist zu teuer. Kiwis haben wir mitgenommen, die nehme ich für mein Müsli oder auch so essen wir die zwischendurch. Paprika hatten wir schon. Bio-Bananen waren im Angebot, 1,50 Euro pro Kilo. Ja, da haben wir natürlich die Bio-Bananen genommen. Die anderen, die konventionellen Bananen, waren genauso teuer. Ein Rotkohl, den raspel ich wieder schön im Salat, das esse ich total gerne. Ich habe mir einmal Petersilie gegönnt für 1 Euro. Ein kleines, dünnes Bund, aber das schnibbel ich so gerne im Salat. Und die hat so gute Nährstoffe, grüne Sachen sind so gut. Miam, miam, miam. Genau, deswegen habe ich die mitgenommen. Hier seht ihr Tomaten für 11,50 Euro. Das sind 1,2 Kilo, diese kleinen Tomaten. Wo sind die Kartoffeln? Die sind im HWR auf dem Boden, glaube ich. Zweimal Pilze haben wir mitgenommen. Die schmecken so lecker. Einfach so aus der Heißluftfritteuse. Mit zum Beispiel dem Knoblauch. Macht ihr euch 2, 3 Knoblauchknollen rein. Die Pilze und eine Zwiebel. Und das ist so lecker. Das schmeckt so schmackhaft. Ohne Öl, ohne Gewürze. 2 Pak Choi habe ich mitgenommen. Ich weiß nicht, mit was ich das vergleichen kann, wer das nicht kennt. Das ist irgendwie kohlartig, aber irgendwie auch nicht. Ich möchte das gerne in die China-Nudeln mit reinmachen. Bernd hat keine Ahnung, ich esse das. Und das ist ein Salat, für alle, die das nicht erkennen. Und hier habe ich nochmal so einen Salat mit Wurzeln mitgenommen. Nicht, weil der mit Wurzeln ist, einfach, weil es mal ein anderer Salat ist, habe ich Lust drauf. Ich esse ja jeden Tag einen großen Salat und deswegen mal was anderes. Ich habe 3-mal chopped Tomatoes mitgenommen, also gestückelt, für einmal
die für die Paprika, die ich füllen möchte, zwei Dosen. Und eine Dose brauche ich für Tikka Masala, möchte ich die Woche machen. Wer kennt es nicht? Tikka Masala ist ja sowas Indisches. Ich möchte das gerne mal selber machen. Da, oh, ich nehme euch wieder mit im Food Diary. Ich zeige euch das. Da habe ich so richtig Lust drauf. Tikka Masala mit Reis. Ich habe noch eine halbe Zucchini und eine ganze Aubergine. Die würde ich damit reinschneiden. Dann Reis. Darauf dürft ihr euch diese Woche freuen in meinen Food Diaries. Und es gibt Kokosnussraspeln. Ich hatte nämlich Energy Balls gemacht. Ich hatte keine Kokosraspeln mehr. Da habe ich die gerollt in Kakaopulver. Und Calvino sagt, mit Kokos schmeckt das viel, viel besser. Deswegen habe ich einmal Kokosraspeln mitgenommen. Und das hat jetzt 100 Euro gekostet. Nee, warte, hier. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Im Spar waren die im Angebot. Das sind vegane Meatballs, Fleischbällchen. Da kostet normal eine Packung 4 Euro. Ne? Mhm. Und die waren alle im Angebot für einen halben Preis, also 2 Euro. Und wie viele haben wir mitgenommen? 8 oder 10, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe alle aus dem Tiefkühlfach mitgenommen. Einfach, weil Bernd und Calvino, die mögen, ich mag auch sehr gerne Ersatzprodukte, so ist das nicht. Aber mir fällt das leichter, darauf zu verzichten, als den Männern. Und dann hast du zweimal noch Brechbohnen mitgenommen, gerade tiefkühl, weil hier wird jetzt gekocht. Das seht ihr in Bernds Food Diary. Bernds YouTube-Kanal ist unten verlinkt. Gibst du das Rezeptpreis? Das steht da im Kochbuch. Also gibst du es im Kochbuchpreis, nicht in deinem Food Diary? Ja, ich habe ja gerade erzählt, was da reinkommt. Okay. Also ich meine, nicht in meinem Foto, sondern in meinem normalen. Also schlaue Füchse, schaut bei Bernd auf dem YouTube-Kanal vorbei. Der gibt unsere Rezepte gratis preis. Könnt ihr euch die angucken. Genau, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis heute Abend beim Daily Vlog. Tschüss!